Ja, guten Morgen. Ich möchte Ihnen kurz vorstellen, wie das mit den Übungen des letzten Semesters gegangen ist. Ich habe jetzt auswerten können, mit der vierten gibt es massive technische Probleme, es ist zu viel durcheinander. Da muss ich noch ernsthaft dran arbeiten. So, ich habe die ersten drei zusammengefasst. Und die Interviews, die Bücher und dann die Movies. Und bei den Büchern, das ist jetzt sehr, sehr schön geworden. Da haben wir sehr viele. Ich habe Ihnen jetzt hier in einem Directory, das können Sie hier runterladen auf unserem Server. Habe ich das zusammengefasst in Ihrem Jahrgang unter dem Herbstsemester. Hier sind die ganzen Bücher. Das können Sie herunterladen, dieses komplette Verzeichnis. Da haben Sie 120, 130 Architekturbücher, die Sie gescannt haben. So, und hier habe ich Ihnen jetzt eine ID gemacht mit den ganzen Büchern. So, dann gibt es diese große, schöne Map. Ich zeige Ihnen eben, wie man das installieren kann. Sie müssen das in Ihre Library reinziehen, anzippen in Ihre Library rein, so wie die das üblicherweise tun, an irgendeinem Ort. So, damit das dann schnell geht mit dem Finden von diesen Dateien, gibt es, das ist ja manchmal, dass er lange braucht, um einen File zu finden. Wenn ich das im Filesystem suche nach einem File mit dieser Suchfunktion, das kann man normalerweise machen, dann dauert das einfach sehr lange. So, und was ich jetzt gemacht habe, ist einen eigenen Index. Und den kann man erzeugen mit dieser Funktion. Und dann geht er in Ihrer ganzen Library durch und baut einen Index. Ich zeige Ihnen eben, wie das geht. Und der sieht so aus. Das heißt hier, das Buch Ackermann CVA ist in diesem Ordner. Das Buch Architecture ist in diesem Ordner. So, das Buch Cronon NM ist in diesem Ordner. So, und das sind jetzt alle meine Bücher. Sie sehen, ich habe jetzt mittlerweile sehr, sehr viele. Meine Datenbank hat jetzt auch über 1 Million Einträge. So, das geht alles sehr sauber und schnell. Mit dem Effekt, dass jetzt die Suche von einem Buch, zack, geht. Egal, wo es ist. Wenn Sie dann in dem Ordner verschieben, stimmen diese Indexe nicht mehr. Und sobald Sie ein Buch suchen, was an der Stelle nicht ist, führt er automatisch diese Funktion aus. Das heißt, es dauert immer diese 2-3 Sekunden, die man dann wartet. Deswegen ist auch das Starten relativ lange, weil er immer diese Suche und alle diese Indexe neu machen. Dafür sind Sie dann unterwegs schnell. So, wenn Sie sicher sein wollen, dass das alles immer schnell geht, fangen Sie an, wenn Sie viel ändern, also zum Beispiel diese Bibliothek dazu machen und die dann einführen wollen, dann führen Sie dieses Kommando aus und dann ist alles einsortiert. Haben Sie ein Update auf die Bibliothek gemacht. So, Sie setzen dann hier die neuen Bücher, setzen das Directory auf diese neuen Bücher. Hiermit kriegen Sie, mit diesem Kommando kriegen Sie die ganzen Bücher, die in diesem Directory sind. Hier holen Sie die entsprechenden Filenames, also wo die stehen. Das geht dann schnell über diesen Index. Also kann man Agrest SA oder Sparrows, aber wir können es ja einmal kurz machen, das sind ja schnelle Dinge. So, hier, dieses Directory ist hier. Ich habe das hierher gesetzt. Jetzt ist es hier. Das sind die neuen Bücher. Dieses Kommando guckt in diesem Ordner durch nach den einzelnen Büchern. Und jetzt kann ich von dem ersten sofort den Namen finden. So, das geht dann jetzt sehr schnell, weil er im Index nachsucht. Man braucht nicht eine Suchfunktion machen. So, das setzt alle Filenames hier in so eine Liste. Da kann man sich das genauer angucken. Das macht immer diese Kolumne.
Dieses Kommando setzt immer das, was normalerweise in so einer Liste steht, immer in eine Spalte. So, das macht dieses. So, das ist die Menge der Bücher. Jetzt haben wir 109. Hier kriegen Sie immer Ihre Anzeige mit diesem dynamischen Variable. Meine Funktionen, immer wenn was passiert und man Informationen kriegen will, wie der Verlauf ist, geht immer auf diese Variable $Status. Und wenn Sie das Dynamic machen, dann wird das da immer hingeschickt. Das ist dann wie ein Interface zu dieser Variable. So, und hier haben wir jetzt das Problem, dass viele Ihrer Texte eine alte Version haben und vor allen Dingen keine ID. So, das heißt, da müssten Sie eigentlich, das haben wir viele von Ihnen vergessen oder übersehen, eigentlich in den Einstellungen von Automatica das einstellen, dass Sie die Universal ID anhaben. Das haben die Hälfte von Ihnen nicht gemacht. Das heißt, ich musste die Bücher umformatieren. So, das hat dieses Kommando gemacht. Die sind alle jetzt okay. Das brauchen Sie nicht mehr tun. So, das ist jetzt das Kommando, mit dem Sie das für alle machen. Und das ist das Kommando, mit dem Sie die Bücher in Ihre Datenbank setzen. Alle Bücher. Wenn Sie ein einzelnes Buch machen, müssen Sie dieses Mapping weglassen und dann sagen Sie, jetzt sagen wir hier von 1, dann wird das erste Buch. Jetzt sehen Sie, was dann passiert. Das können wir jetzt machen. Er guckt die 7,3 Megabyte an von dem Buch. Das, was Sie in dem Buch normalerweise ohne Parameter machen können, dann nimmt er das Buch, in dem Sie sind, und packt es in die Datenbank. Das ist der Aufruf, dass Sie ein fremdes Buch, was Sie gar nicht mal aufmachen, in die Datenbank bringen können. So, und dann gibt es diese Einsen, wie Sie das kennen. 1 heißt immer ein Paragraph erfolgreich in der Datenbank abgelegt. Dieser Vorgang macht es immer so, dass das Buch aus der Datenbank rausgenommen wird, komplett, und dann neu wieder reingesetzt wird. Das heißt, es ist exakt das gleiche, wie wenn Sie ein File, was Sie editiert haben, speichern auf dem File. Da ist die alte Version weg. So, wenn Sie das Buch dann kopieren mit einem anderen Namen, dann haben Sie wie im Filesystem auch eine neue Version in der Datenbank. So, das ist also dieses Buch Safe ist wirklich einfach ein Safe. Und damit sind Sie durch. Wenn Sie das jetzt für alle machen, dann dauert das einfach eine gewisse Zeit. Und ein Semikolon dahinter, damit dieser Output nicht da ist. Und dann haben Sie die alle gespeichert. Und so können Sie diese 100 Bücher bekommen in Ihrer Datenbank. So, dann läuft alles wie gehabt. Sie können dann jetzt eine Text-ID kreieren oder die fertige importieren. Das ist immer hier, das ist viel. So. Ich mache jetzt hier einfach, weil die fertig ist, die habe ich Ihnen auch geliefert. Ich weiß, was jetzt ist. Er kämpft mit diesem Riesending. Das muss erst richtig in den Speicher reinkommen. So, und jetzt ist das Liefer, ich habe Ihnen auch schon mitgemacht, brauchen Sie nicht mehr trainieren. Das ist da. Ich habe das jetzt hier bei den Büchern, das ist in diesem Verzeichnis und dann müssen Sie für den Text nach dem Song T, Tom Text. Das ist das Dictionary, das ist das Wörterbuch. Alle Wörter, die in Ihren Büchern vorkommen, sind da drin. Das ist der Text, das sind die Paragraphen im Verhältnis zu der Bibliothek. Und hier haben wir noch ein Bild. So, öffnen Sie das und dann sehen Sie, geht das schnell. Jetzt ist es da. Sie haben hier 120.000 Paragraphen und so wird das dargestellt. Das Magnify ist ein Zoom auf das Ergebnis. Das heißt, es wird jetzt halb so groß dargestellt. Das ist dann der übliche Prozess. So, jetzt haben Sie das. Und obwohl das jetzt so viele sind, haben Sie immer noch ein paar hundert pro Zelle. Und Sie sehen, das geht noch auf dem Computer gut. Dann gehen Sie jetzt hierher auf Build Space Wall City und kreieren sich eine 6er-Somm, die da reinzoomt.
weiß nicht warum. Ja, das ist dieser blöde. Okay, nee, ich habe gestern versucht, einen Fehler zu machen, zu lösen bei einem anderen. Und damit habe ich einen anderen. Dann bin ich dran. Es ist der gleiche Fehler, den ich jetzt produziert habe. Ich lege Ihnen das neu auf den Server. Sie kennen die ganzen Geschichten, dann sind Sie da und so weiter. So, da bin ich gerade am Arbeiten. Ich habe Ihnen eine zu aktuelle Version gegeben und bin nicht fertig geworden mit dem Debuggen. So, und mit den Bildern ist das genauso. Sie sehen jetzt hier alle Bilder. Wir haben 14.000 Bilder in Ihren Büchern und das sind die Bilder. So, und das ist jetzt, glaube ich, schon mal sehr schön. Der Plan ist, dass wir jetzt jedes Semester, also jedes Jahr, neue Bücher bekommen und die können Sie immer auf die gleiche Art und Weise danach bekommen. Ja? Was ich nicht habe und was ich dann auch in Zukunft, was wir da ändern werden, ist, wenn Sie jetzt hier drauf gehen, dann kommen Sie jetzt in das Buch, was jemand von Ihnen gemacht hat. Es ist jetzt nicht diese JPEGs und die HTMLs und die PDFs und so weiter. Die sind jetzt nicht dabei in dieser Bibliothek. Dadurch ist das kompakt. Es sind also irgendwie 12, 15 Megabyte dann nur pro Buch. So, und was ich jetzt machen werde, ist, dass diese Sourcen von dem Buch auf dem Server bleiben. Die brauchen Sie nicht auf Ihre Festplatte packen. Also das ist jetzt das, mit dem Sie eigentlich in dem Buch arbeiten. Das können Sie auch editieren und damit arbeiten. So etwas wie eine Kopie. Eine Zusammenfassung. Und wenn Sie dann die Originale wollen, baue ich Ihnen einen Server, der dann einfach dafür reserviert ist, dass da die Originale alle liegen. Die brauchen Sie dann nicht kopieren. Das heißt, es ist nicht pro Buch dann irgendwie ein Gigabyte und so weiter, was dann ja einfach nur absurd wird. Und da leidet ja unser Server und da leiden, ich kriege es auch nicht korrigiert. Das ist einfach nicht okay. Oder das Runterladen jetzt von diesen Files da haben Sie, sind das, weil das ja 1000 Seiten sind oder 600 Seiten, dann haben Sie da irgendwie 1500 Files pro Buch. Und das runterzuladen mit FTP dauert immer eine halbe Stunde, eine Stunde pro Buch. Das ist ja fürchterlich. Und das geht so nicht. Das heißt, Sie müssen das zippen und dann müssen dann die Sourcen einfach an einer Stelle lassen und so weiter. Und diese Infrastruktur, denke ich, werde ich zum nächsten Semester hinbekommen, dass wir da besser arbeiten. So, das heißt, im Moment haben Sie hier jetzt Ihre Arbeitsumgebung, die gut und schnell funktioniert, von den Büchern, die Sie alle gescannt haben. Also allen guten Büchern, die Sie gescannt haben. So. Ich glaube, das ist jetzt ein schönes Werkzeug. Und das wird jetzt wachsen. So, was Vergleichbares habe ich hier gemacht mit den, das sind die Interviews und mit den Movies. Da habe ich auch so eine Datenbank angelegt und so weiter. Das werde ich Ihnen auch komprimiert zur Verfügung stellen. Soweit bin ich nicht, dass ich Ihnen das kompakt liefern kann. So, was ich benotet habe, ist, und das sind einfach jetzt nur Orientierungen. Wenn Sie ein Interview gemacht haben, ich habe die nicht vollständig, also nicht wirklich alle gelesen. Ich habe geguckt, ob das okay ist, ob es technisch geht, ob es mit den Style-Sheets zurechtkommen. Und dann habe ich geschaut, dass das einigermaßen flüssig ist und wenn ich dann stürze, gucke ich genauer nach. So, und im Prinzip ist das Interview, sind die okay. So, dafür kriegen Sie 3 Punkte oder sowas. Und wenn Sie da eine Menge haben, also wenn, also es gibt welche, die haben eigentlich nichts, also sehr schlecht, also dann gibt es halt jetzt 1 Punkt und wenn Sie dann formal durcheinander gemacht haben, dann gibt es 2. Und meistens haben die 3 Punkte. Das gleiche mit dem Buch. Wenn das Buch funktioniert, bin ich glücklich, kriegen die 3 Punkte. Wenn Sie nur 5 Seiten von einem Buch, gibt Kollegen, die haben einfach nur 5 Seiten von einem Buch gemacht, die haben schlecht formuliert, gibt es halt keinen Punkt. Nein, einen Punkt. Keinen Punkt gibt es, wenn Sie nichts gemacht haben. So, wenn Sie 6 Punkte haben, also diese 2 Übungen haben, dann kriegen Sie die Mittelnote von dem, was es gibt. Ich habe das gemittelt auf 4,75 im Moment. Dann kriegen Sie 4,75, wenn Sie das alles gut gemacht haben. Manche Abgaben waren so, dass Sie bei dem Upload Fehler drin haben. Das heißt, der File ist korrupt. Das passiert, wenn der nicht vollständig abgeloadet ist, das Dokument. Und dann kann man es nicht runterladen, dann ist das nur halb da.
dann habe ich es rausgelöscht aus Ihrem Verzeichnis. Und Sie können da gerne eine neue Version drauf machen und dann kriege ich das mit über den Zeitstempel in den Directories und gucke mir das neu an und dann gibt es einen anderen Punkt. So, sehr gute Noten kriegen Sie, weil Sie dann weitere Punkte kriegen, wenn Sie das mit den Movies auch gemacht haben. Deswegen gibt es da eine starke Diskrepanz, weil es gibt nur sehr wenige Leute, die Movies gemacht haben. So, das ist eigentlich ein ganz banales Schema. So, ich habe mir nicht angucken können bisher die vierte Übung und das muss ich noch bearbeiten. Ich glaube, ich muss einfach ein echtes Zugriff auf den Server haben, auf dem Server selber arbeiten, das einpacken und so weiter. Da habe ich ernsthafte Hürden. Ich kriege auch die Menge an Daten nicht auf meine Festplatte und so weiter. Ich habe einfach ein ernstes Problem damit. Da muss ich weiter angucken. So ist der Stand. Insgesamt bin ich zufrieden. Und jetzt haben wir das im ersten Semester mit der vierten Übung. Das habe ich etwas kompakter gemacht. Und da ist es so, dass ich das 20% der, also ich habe da 45 Leute, die vierte Übung gut machen konnten und auch gute Texte geschrieben haben. Weil das geht insgesamt. So ist das. Der Standard. Das, was ich Ihnen geschrieben habe, ist vorläufig. Sie können das updaten. Und das bildet ja 25% von der Gesamtnote. Die Übung aus diesem Semester, also 25%. Das Prinzip ist so, dass jetzt, so haben wir das aufgesetzt jetzt, dass die mit den Übungen im Prinzip die Tutorials und das To-Do geprüft wird, dass die das handwerklich können. Und mit der schriftlichen Prüfung am Ende des Jahres die Vorlesung, das heißt auf einer reflektiven Meta-Ebene, die Dinge geprüft werden. Ich werde immer so am Ende vom Semester eine Liste von 3 oder 4 Vorlesungen geben, über die ich Fragen stellen werde. Mit den Inhalten, die da passiert sind. Dass es dann nicht zu diffus wird und Sie sich 20 Vorlesungen angucken müssen. So, insgesamt ist es so, dass die Dynamik, das ist ja auch alles interessant zu sehen, dass man sich so einbindet. Es ist jetzt dadurch, dass offensichtlich alles online ist, kommen Sie sehr wenig, was frustrierend ist. Und so wie heute ist es gut, da kann ich reden. Irgendwann wird das ganz komisch. So, aber das Interessante ist, dass Sie das alles lernen. Also, dass Sie diese Dinge alle auf irgendeine Art und Weise machen und wirklich lernen, wenn man jetzt diese ganzen Dinge anguckt. Verblüffend fand ich jetzt das sehr bezeichnend mit diesen Blender-Übungen im ersten Jahr. Das ist einfach 2/3, also ohne dass ich das erzählt habe im Unterricht, 2/3 einfach gelernt haben. Mit all diesen ganzen Vererbungen und Hierarchien und Layern und Klassen und so weiter und das einfach gemacht haben. Und das vor allen Dingen dann die Studenten, die CAD kommen, als blöde Zeichner gemacht haben. Das sah immer schlecht aus. Und es war immer nur leer und ein Haufen von Objekten. Also keine Struktur. Und es sah nach Klischees aus. Sie hatten dann irgendwelche blöden Sofas dahingestellt, Topfpflanzen und so. Also unglaublich. So als Architekt. Es war einfach eine Sammlung von den Zeichnern. Sehr viele, nicht alle. Und dann ohne Struktur. Das ist das Problem, was wir mit CAD haben. Interessant ist auch, deswegen bin ich froh, dass ich bei Ihnen in den ersten Jahren bin, dass wenn man das kann, kann man es nicht mehr lernen, also will man es nicht mehr lernen. Die haben es alle nicht lernen wollen, was ein Tutorial ist. Das ist so ein merkwürdiges Ding. Diejenigen, die das jetzt als 2/3, die das neu gelernt haben, können es einfach. Viel besser als die alten Dinge. Und ähnlich ist das mit dem, jetzt mit Mathematiker auch. Das ist alles immer frustrierend, das zu lernen, man versteht nicht richtig wofür, weil es nicht produktiv ist und so weiter. Aber sie kriegen mit der Zeit viel raus damit, wie das mit Computern geht. Und sie können diese Übung offensichtlich auch bearbeiten. Sie kriegen das auf irgendeine Art und Weise, eine Großzahl ihrer vom Studium das hin. Und was wir hatten jetzt im Januar, das ist ein bisschen viel, aber das sind offensichtlich alle. Das heißt, wir haben 15.000 Stunden Video, YouTube-Zeit angeguckt. 15.000 Stunden heißt, dass jeder von Ihnen im ersten und im zweiten Jahr mindestens 20 oder 30 Stunden davor gelesen hat.
Und das ist zu viel. Ja? Ich muss das ein bisschen rosten. Aber also die Dynamik ist interessant mit diesen Medien. Das ist offensichtlich dann schwierig ist, so, was ich fordere, ist klar, ist super schwierig und es ist fremd. Und dadurch, dass es jetzt über die Medien ist, machen sie das einfach nicht. Die kümmern sich einfach über das Semester nicht darum in der großen Zahl. Und dann schieben das halt in die Ferien und dann ist auch okay. Ich finde das alles eigentlich okay. Diese Dynamik zu sehen, ist interessant. Und es wird ja mehr davon geben müssen. Und die Hochschulen werden auch flexibel werden müssen an der Stelle. Dennoch brauche ich, damit ich diese Dinge entwickle, also einfach ein Gegenüber. Also sowas kann man nicht alleine machen. Wenn man ein Buch schreibt, das ist einfach eine andere Geschichte. Also im Gespräch ist das gut. In diesen Gesprächsphasen, die wir am Donnerstag haben, das ist gut, eine Stimmungslage zu finden und um Inhalte zu entwickeln und neu zu machen, ist es einfach wichtig, dass ich das vortragen kann. Und dafür brauche ich ein gewisses Publikum. Ansonsten bin ich eigentlich zufrieden, wie es läuft. Ein sehr riskantes Setup. Es gibt keine Vorstellung dafür. Aber am Ende bin ich eigentlich ganz zufrieden. Und mit der Zeit werden Sie verstehen, worum es geht. Das ist eine Form von Emanzipation aus diesen Technologien, was Literacy ist. Gut, heute wollen wir einfach den Fehler muss ich Ihnen, das ist ja, ich wollte es verbessern und bin nicht fertig geworden. Heute wollen wir über Kryptographie reden. Und das geht im Prinzip, sind das zwei ich werde zwei Kapitel, also es geht um darüber, dass die Dinge unsichtbar werden, also dass man so, das ist das eine Problem, das technische Problem, dass ich, wenn ja immer irgendwie alles öffentlich ist, dass die Privatheit gibt, alles dazugreift ist und so weiter, wie kriege ich das hin, dass ich einfach einen Umschlag mache und Dinge auf uns keiner angucken kann, definitiv. So, das ist die, dass man es nicht zugreifen kann, geheim halten kann. So, das ist ein Problem. Das Gegenproblem dazu ist, das kann ich heute nicht erzählen, das wird zu knapp, ist Transparency. Dass Sie sagen, wie kann ich Dinge, die ich eigentlich nicht, wo ein Zugriff kompliziert ist und so weiter, oder die ich nicht verstehe, wie kann ich darauf zugreifen? Das sind so Pattern Recognition, Face Detection und solche Dinge. Das ist die Gegenüberin, die das eigentlich nicht mag, dass man Geheimnisse hat. So, und das ist ein technisches Gegenüber, das auskalibriert wird. Muss politisch, gesellschaftlich, ökonomisch. So, aber der zweite Punkt ist dann die Integrity. So, und das haben wir mit den Blockchains und mit den Cryptocurrencies und so weiter, dadurch das sehr, sehr prominent. Und das ist ein ernstes Problem, was wir haben, weil die Herausforderung im Internet und mit diesem Spiel zwischen Verschlüsselung und Transparency ist ja nicht, dass wir als Person transparent werden, da gibt es sowieso nichts gegen zu tun. Ich habe ja mir erzählt von diesen Planeten, wie man Google-Planeten, den privaten Google, den man machen kann, also wie man aktiv eine Person werden kann, die intransparent wird und aufrechter steht. Das ist ja ein Thema unserer Vorlesung. Dennoch, also diese Transparenz von dem, was ich tue, muss man affirmieren, da gibt es auch keinen Weg dran vorbei. So. Weil das ist das eigentliche Problem, was wir haben, und das wird nicht diskutiert, dass meine digitale Person korrumpiert wird, bösartig. So, ich kann meine Integrität meiner digitalen Person nicht sicherstellen. Niemand auf der Welt stellt die sicher. Und ich bin einfach morgen dann pädophil, wenn mir das jemand anbietet. An den Arzt. Und da kann ich nichts gegen machen. Niemand schützt mich. Das ist das Problem mit der Integrität. So, das heißt also, wie kann ich sicherstellen, dass Daten, die ich habe oder die von A nach B wandern und so weiter, korrekt sind. Obwohl man alles finden kann und so weiter. Und dafür sind diese Blockchains da. Und diesen Mechanismus werde ich Ihnen auch zeigen, ist auch ganz einfach. Das Phänomen bei all diesen Dingen ist, dass es sehr politisch ist
und dass wir ein Immunsystem sowohl mit den Verschlüsselungen als auch mit diesen Hashtags und so weiter, mit diesen Blockchains haben, dass wir immer sagen, da muss man so ein russischer Nerd für sein, um das zu verstehen. Da rühr das nicht, mach das nicht. Und das ist ein Immunsystem, glaube ich. Weil es ist gefährlich. Weil wenn man etwas verschlüsselt, ist es, das werde ich Ihnen erzählen, nicht mehr auf dieser Welt. So, und es kann an jeder Stelle dieser Welt und in jeder Form instantan zurückkommen. Und deswegen können Sie damit machen, was Sie wollen. Und es ist außerhalb jeder institutionellen, politischen, ökonomischen und so weiter Kontrolle. Deswegen ist das sehr gefährlich. Das zersetzt jegliche Form von gesellschaftlicher Struktur. Und deswegen ist es gut, dass man damit vorsichtig ist. Nein, so ein Immunsystem scheint irgendwie zu sein, dass man immer meint, man kann sich das nicht zumuten, das zu verstehen. Und dann gibt es diese merkwürdigen Geschichten, dass dann, ich weiß nicht, 5.000 Banker da in London jeweils 2.000 oder 3.000 Pfund bezahlen, damit die da in irgendeinem Palast sitzen und sich von so einem russischen 22-jährigen Nerd erzählen lassen, dass er eigentlich auch nicht Bescheid weiß, was es ist. Super, das ist die Zukunft. Das ist wirklich unglaublich. Und das geht nicht um die Sache. Man muss dann setzt sich zusammen, um sich gegenseitig zu bestätigen, dass das alles, dass das die Zukunft ist und dass das alles sehr kompliziert ist und dass man das besser nicht tut. So ungefähr ist das. Merkwürdige Geschichte. Ich habe jetzt versucht, das rauszufinden. Ich weiß jetzt, wie die Prinzipien gehen. Und es ist verblüffend einfach. Und es ist verblüffend kompliziert, dahinter zu kommen, was es denn nun ist. Wenn Sie das versuchen zu lesen, es sind so viele Schichten an Verschlüsselungen und Verstellungen und so weiter, das ist fast nicht zu machen. Gut, also das werde ich Ihnen heute erzählen, wie diese Dinge zusammenhängen. So, wir haben diese Cäsar-Verschlüsselung, das ist das, was seit Rom, also seit der Antike bis in die Renaissance als Verschlüsselung galt. So, es ist so. Und es geht wieder nur darum, dass Sie einem Text, der eine Linie von Symbolen ist, zirkulieren. Wir werden sehen, es geht immer um das Zirkulieren von einem linearen Element. So, ich habe Ihnen gesagt, der Kreis ist nicht, den kann man nicht sehen, ne? Die Linie schon. So, das heißt, was ich machen muss, ich muss den Text auf den Kreis bringen, dann ist einfach nicht mehr da. Und Sie müssen diese Sachen ernst nehmen. Und irgendwas anderes geht es nicht. Ich zeige Ihnen jetzt, wie das geht. Also das ist jetzt wirklich eins zu eins so, wie man das macht. Und ich zeige Ihnen, dass das den Text auf den Kreis bringt. So, man macht das immer hier, das ist der berühmte Satz von dem. The quick brown fox jumps over the lazy dog. So, das ist der Plain Text. Jetzt gibt es Chair to Position. Das ist ein kleines Programm, was ich gemacht habe. Das sagt nichts weiter wie, das ist jetzt der wievielte Buchstaben im Alphabet ist das jeweils. Ja? Das heißt jetzt einfach die Nummern von den Buchstaben, die Positionen von den Buchstaben im Alphabet. So, und das gibt es, two character in Mathematica, aber dann sind die Blanks nicht dabei und dann ist das ASCII-Code, dann muss man das A auf die 1 setzen und so weiter. Also eine ganz einfache Funktion, die habe ich da oben, habe ich sie drin. So, das ist klar, ne? 20, 8, 5. Blank und so weiter. So, das sind die Positionen von den Blanks. In dieser Verschlüsselung löscht man die normalerweise. Und dann sind die einfach immer weg. So, das heißt, dieses hier sind jetzt nur die Buchstaben. Wir sehen das hier. Das sind einfach nur die Buchstaben.
So, und das ist so einfach jetzt, was der Cäsarencode macht. Die haben eine Zahl, zum Beispiel die Zahl 4. Und dann addieren sie einfach 4. Auf alle Zahlen, das ist hier die 4. Das heißt, da kommt jetzt aus 20 wird 24, aus 8 wird 12, aus 5 wird 9 und so weiter. Und jetzt sagen wir, das Alphabet ist 26 Zeilen lang und dieser Modulo, der packt diese beiden Enden in den Kreis. Das heißt, sie zählen immer wieder von vorne. Das ist der Kreis. Sie zählen einfach von der 26 wieder auf die 1. Nach Z kommt A. Fertig. Ja? Das ist der Kreis. So. Und das macht diese Funktion Modulo auf 26. Also ich sage jetzt, mach jedes Element hier, addiere den Schlüssel und mach das aufs Alphabet als Kreis. Und dann gibt es diese Zahlenreihe. So, jetzt mache ich das so, damit man es besser wieder lesen kann. Füge ich wieder die Leerzeichen ein, was ein bisschen blöder ist, weil man dann die Länge der Worte kennt. Das macht man nicht. So, und jetzt mache ich nicht Character to Position. Hier, warten wir das. Character to Position. Ich mache jetzt genau das Gegenteil. Ich mache jetzt Position to Character. Und dann haben wir hier den verschlüsselten Text. So. Das heißt, ich kriege eine gute Nachricht. Und jetzt stellen wir vor, eine Nachricht mit diesem Buchstaben, haben die Blanks weg und fertig. So, das war eine Verschlüsselung, die hat 2000 Jahre gehalten. Konnte keiner lesen, wenn man die Zahlen nicht kannte. Und interessanterweise ist auch keiner wirklich auf die Idee gekommen, einfach zu sagen, dann probieren wir einfach die 26 Buchstaben aus. Das finde ich auch sehr interessant. Das ist das eigentlich Interessante. Warum kommt keiner auf die Idee, das einfach auszuprobieren? So. Decryption, das ist sehr, sehr wichtig. Und damit ist es ein Beispiel für was immer in der Verschlüsselung ist. So, was Sie jetzt hier haben, ist, das sind jetzt Buchstaben, die alles bedeuten können. Und wie ich das gesagt habe, die Daten, ja, die haben auch keine Bedeutung mehr, die machen keinen Sinn mehr. Das ist ein Datum, 0 und 1. Und die sitzen am Rand der Welt und lachen. Und die vorstelle ich mich am besten. Mit dieses Buch, was ich Ihnen vorgestellt habe. Also die sind jetzt einfach wirklich, die haben einfach keine Bedeutung mehr, haben keinen Sinn mehr, sind einfach nicht mehr auf der Welt. So. Das sind ganz, und die sitzen jetzt einfach da hinten am Rand der Welt und lachen. So. Und jetzt holen sie die wieder zurück, auf exakt die gleiche Art und Weise, wie sie hergeholt haben, aber inwärts. So, das heißt, und das ist jetzt wirklich rituell, Sie gehen hier Character to Position von der Cipher, so das war unsere Cipher, das ist jetzt der Geheimtext am Rand der Welt, am Weltenrand. So, jetzt machen wir hier, die ist wieder zurück, die Zahlen. Wir holen jetzt wieder die Leerzeichen daraus. Wir machen den Modulor und jetzt hier, das Einzige, was wir machen, ist invers. Sprich, statt einer Addition machen wir eine Subtraktion. Nehmen den gleichen Key. Zack. Machen jetzt die Leerzeichen wieder da rein und machen den Text. Und das ist rituell. So, okay, das ist immer. Heute ab. So, das ist schön, ne? So, jetzt habe ich Ihnen hier eine Verschlüsselung gemacht, also diese hin und zurück, Caesar Encryption, Caesar Decryption, das, was ich Ihnen erzählt habe, habe ich Ihnen jetzt in einer Funktion gemacht. Das heißt, Sie können jetzt hier eine Cipher machen und sagen jetzt hier verschlüsseln mit diesem Key und wenn Sie es jetzt entschlüsseln mit einem anderen Key, kommt halt irgendwas raus. Wenn Sie es mit diesem Key machen, kommt halt was Sinnvolles raus. Was immer Sie jetzt als Key geben, kommt immer Mist raus. Aber mit diesem einen. Okay, fertig. Super simpel. Das hat 1000 Jahre gehalten. Unglaublich. So. Wie kann man das knacken? Also wie wurde das geknackt? Von Alberti. So, ganz, ist eigentlich einfach. Und das geht immer nur, und das ist dann in der Renaissance, durch eine neue Denkweise. Das Problem ist, dass, also
Eben diese Frage, ich weiß es nicht, sind alles Hypothesen. Da gibt es viele Leute, die sich als guter Gläubiger schrieben, er hat das alles nicht gelesen. Also ich glaube, dass vor der Renaissance die Worte sowas wie heilig waren. Und was man zerlegt hat, waren die Worte. Dass die Worte aus Buchstaben zusammengesetzt sind, war keine Vorstellung. Also, dass man hier dass man da dran gehen kann und einfach sagen kann, wir tauschen jetzt die Buchstaben aus, das war vom Teufel. Das konnte man nicht machen, ging nicht. Das heißt, es war einfach kein Wort. Also man konnte keine Wörter dafür finden, die Sinn machen, als Wort. Und dass man in einer Kombinatorik die Buchstaben austauscht, das war außerhalb der Vorstellungswelt und war auch nicht gutiert. So kann ich mir das nur erklären. Macht man einfach nicht. So, mit einer anderen Mathematik geht dann Alberti her und macht einfach Statistik über die Worte, über die Buchstaben. Das heißt hier, und so wird es geknackt. Wir haben jetzt hier einen Referenztext, das ist ein englischer Text. So, das ist ein Referenztext. Und jetzt gibt es als englischen Text, da baue ich jetzt hier diese Buchstabenfolgen auf. Das ist hier dieses Chair to Boss in Kurzform. So, und jetzt mache ich ein Histogramm über die Buchstabenfolgen, Häufigkeiten. Und das ist von einem englischen Text die Häufigkeiten von Buchstaben. A, es gibt so viele Bs, Cs, Ds, I am meisten. So, und was Sie jetzt tun können, ist, Sie nehmen diesen verschlüsselten Text hier und machen von dem auch ein Histogramm. Und dann sehen Sie das. Und dann sehen Sie, jetzt gucken Sie sich dieses Schema hier an, dass das hier steht. So, das heißt, Sie sagen, 1 ist wie 5 oder 4. Das heißt, ich habe um 4 Positionen verschoben, vermutlich. Und das sind jetzt Zahlen, die nicht korrekt sind, also nur ungefähr. Das sind sowas wie Pattern. Sie sehen, das sind einfach verschoben. Und so hat er das gemacht. Das heißt, er geht aus diesen Buchstaben raus und sagt, ja, die sind nicht mehr real, sondern er nimmt eine große Menge von Buchstaben und fängt an, über Populationen nachzudenken, macht Zahlen über Populationen. Und macht auf die andere Seite einen Schritt zurück und ist ja in der neuen Welt und kann dann direkt diese Verschiebung finden. Und damit hat er immer alles geknackt, was Enigma und so weiter heute auch nicht anders tun. Die machen auch nur diesen Schritt zurück und gucken mit einer anderen Sicht drauf. So, und weil das jetzt hier 4 ist, können Sie dieses Inscription machen und dann sehen Sie hier den entschlüsselten Text von dem hier. So, ich kann Ihnen also ein ganz kleines Programm schreiben. Wenn ich weiß, es ist ein englischer Text, dann ohne dass ich einen Schlüssel kann, wupp, ist es entschlüsselt. Nur weil ich die Häufigkeiten der Buchstaben zähle und die vergleiche mit einem Pattern, was ich kenne vom Referenztext. So, das heißt, Verschlüsselung geht immer so, bis zum Rand der Welt, und dann geht es rituell wieder zurück, um es wieder auf die Welt zu holen. So, und um es zu entschlüsseln, um diesen Schlüssel zu bekommen, also diesen Weg dahin, müssen wir einen Schritt zurück machen und immer auf Populationsebene gehen, und zwar von den Wörtern auf die Buchstaben. So, Sie gucken sich nicht mehr Worte an. Das ist ja eigentlich, was passiert ist vermutlich in der Renaissance. Dass Sie nicht mehr in Worten schreiben, sondern in Buchstaben. Und deswegen können Sie häufig keine Buchstaben zählen. Und deswegen können die Wörter entschlüsselt werden, weil die Wörter waren vorher verschlüsselt. Ich glaube, mehr ist es nicht. Und das sind dann immer gute Hinweise dafür, wie das dann heute geht. So, und Alberti hat dann natürlich gleich eine neue Verschlüsselung gemacht. Das ist hier Visionär. Und da wird jetzt dieser das ist jetzt Renaissance. Da wird jetzt dieser Kreis explizit. Es gibt diese Scheiben, mit denen die das machen.
Und das geht auf die gleiche Art und Weise, aber lassen wir eben hier nochmal den Text hier in Zahlen überlegen. Es geht immer, dass man das auf die Zahlen macht, weil da kann man rechnen. Das ist immer eine Rechenoperation. So, das ist wieder unsere Zahlenreihe von dem Text. So, und statt jetzt einer Zahl müssen wir jetzt, die Verschlüsselung von Worten entschlüsselt, weil er die Häufigkeiten von Buchstaben organisiert hat. Deswegen so. Und jetzt sind die, so, und der, die Verschlüsselung ging immer über einen, also die Verschlüsselung von den Worten ging immer an einen Buchstaben. So, das heißt, man verschlüsselt immer einen Buchstaben, die Wörter waren aus Buchstaben zusammengesetzt. Und weil man die Wörter immer als Ganze genommen hat und nicht aus Kombinatorik von Buchstaben, konnte man das nicht entschlüsseln. Alberti geht jetzt her und sagt, Worte sind nur Kombinationen von Buchstaben und kann anfangen, diese Form von Wahrscheinlichkeiten zu nehmen, um den Schlüssel Buchstaben zu finden, um das Wort zu entschlüsseln. So, was Alberti jetzt macht, ist gleichzeitig, weil die Worte so Kombinatoriker Buchstaben sind, als Schlüssel nicht mehr einen Buchstaben, sondern ein Wort zu sehen. Eine Serie von Buchstaben. Und das ist die neue Verschlüsselung. Das ist ganz banale Symmetrie hier drin. Das heißt, er hat jetzt hier als Schlüssel nicht mehr eine Zahl, sondern eine Serie von Zahlen. Das ist der Schlüssel von Alberti, neuer, einem Wort. Und das heißt, das erste Mal dreht er um 22, 22 Punkte, beim zweiten Buchstaben um 9, beim dritten Buchstaben um 7, dann um 5, um 14 und dann und so weiter. So dreht er einfach jeweils unterschiedlich. Also, mehr ist es nicht. So, und das sieht jetzt so aus, dass ich, hier sehen Sie jetzt nehme ich dieses Wort und am besten ist es, wenn das ganz lang ist oder so lang ist, wie, dann kann man es überhaupt nicht entschlüsseln, wenn das so lang ist wie die Originalbotschaft selbst. Aber hier ist es jetzt so, wir haben 8 Buchstaben von dem Wort. Unser Text ist aber irgendwie 30 lang. Also machen wir jetzt mehrere Zyklen von unserem Schlüsselwort in der gleichen Länge von den Daten, die wir an den Rand der Welt packen wollen. So, und diese beiden Zeilen müssen wir jetzt einfach nur addieren und wieder auf den Alphabetenkreis bringen. Und dann sitzen wir hier. Das ist jetzt unser Datum, was nicht mehr auf der Welt ist, sondern am Weltenrand sitzt. Wenn ich das jetzt hier angucke, ist das jetzt hier der verschlüsselte Text. So, das ist eine Form. Und wenn Sie das jetzt mit dem Histogramm angucken, finden wir nichts mehr. So, das hat gehalten bis in den Zweiten Weltkrieg. Das ist es. So, Decoding, jetzt haben Sie diese Mechanismen verstanden. Jetzt haben wir nur die Worte mit Worten verschlüsselt. Und dann müssen Sie große Texte haben, damit Sie Häufigkeiten kriegen und so weiter. So geht das mit Enigma und dann brauchen Sie die Mechanisierung, damit das schnell genug geht und so weiter. Jetzt brauchen Sie viel Text, damit Sie diese wieder Häufigkeiten von Worten und so weiter haben. Und so ist es das gleiche Spiel wieder in vollkommener Symmetrie. So, aber Sie haben jetzt einen Text gedreht. Und weil das aus dem Kreis ist, ist es am Rand der Welt, am Weltenrand. So, und jetzt müssen Sie es rituell wieder zurückbringen, ausrollen. Na, hier den Text. Und das geht jetzt hier so, exakt die Gegenfigur. Wenn Sie den Schlüssel haben, kommen Sie hier
Machen wir jetzt hier, zack, 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 und ist wieder da. Jetzt habe ich Ihnen hier wieder die Funktionen gemacht. Visionär Encryption und Decryption. Sie haben jetzt hier die Cipher Visionär. Dann gibt es diese verschlüsselte Nachricht. Können Sie ja den Freunden schicken. Und wenn Sie irgendein Wort nehmen, kommt immer irgendein Quatsch raus. Und wenn Sie dieses Wort, nur wenn Sie dieses Wort nehmen, geht es gut. Wenn Sie noch nur eins ändern, ist es komplett weg. Nicht so schlecht, hä? Und ich denke, das sind diese Schemen, wenn die da bei den Entschlüsselungsprogrammen im Film, wenn die das dann so haben, dann merken die, dass sie da, wenn sie große Texte haben, dann fangen sie an und machen diese Kombinatoriken durch. Und dann merken sie, jetzt sind da Blätter, die von hoher Wahrscheinlichkeit sind in diesen Worten, wie das hier, Jump. So, und dann sagen sie, ja, das ist ein Buchstabe, der funktioniert oder nicht. Und dann probieren sie weiter. Deswegen müssen sie das immer alles durch alle möglichen Kombinationen durchprobieren. Bis sie dann dort sind. So. So, ich denke, wenn die. Das waren die ersten beiden Geschichten. So. Jetzt zeige ich Ihnen, wie Zufall funktioniert, wie man Zufalls generiert. Weil das, was wir jetzt machen heute, ist, dass wir keine Worte mehr nehmen, sondern jede Kombination, also einfach irgendeine Kombination von Bits. So, und das ist jetzt. Sie sehen, was jetzt hier passiert. Also auch da, diese Vorstellungen helfen mir sehr. Also was wir hier hatten, dass wir sagen, bei der Caesaren-Verschlüsselung, da haben wir diesen glatten Text und den machen wir in einen Kreis. So, Schritt 1. Bei der Visionär. Visionär-Cypher. Dann nehmen wir jetzt diese Kreise und dann gibt es zwei davon. Das heißt, es gibt einen bestimmten Rhythmus, mit dem man immer addiert und das verdreht. Das heißt, man braucht zwei von diesen Kreisen. So, und was heute passiert ist mit den Zufallszahlengeneratoren, ist, dass sie nicht Kreise gegeneinander verdrehen, also zwei Alphabete miteinander verdrehen, sondern dass sie jetzt sowas wie innerhalb dieser einzelnen Buchstaben selber nochmal wieder drehen. Und ich glaube, das einfachste Bild dafür ist, dass das wie ein Roulette ist, ein Roulette-Tisch. So drehen die Buchstaben. So setzen sich die Buchstaben für das Keyword zusammen. Das ist also eine Maschine, die das hier, was zum Entschlüsseln und Verschlüsseln passiert, die das Keyword auswürfelt wie ein Roulette-Tisch. Und damit ist das die nächste, also sowas wie eine Mechanisierung dieser Cipher vom Alberti. So, und das geht so. Auch sehr interessant. Wir nehmen jetzt eine Zahl, 120. Und wir wissen das mit den Zahlen, dass das Verrückte ist, es geht immer um Ordnung. Und man kann Ordnung nur schaffen mit Zahlen, mit Primzahlen. Aus denen ist der ganze Zahlenraum organisiert und orchestriert. Aber die Primzahlen sind das Unordentlichste, was man sich vorstellen kann. Absolut unordentlich. Man kann nichts vorhersagen. Aber es gibt keine Ordnung, die mit etwas anderem als Primzahlen aufgebaut ist.
So, das ist das Paradoxe an dem Setup von den Zahlen. Und was wir jetzt tun ist, wir lassen jetzt Primzahlen umeinander drehen und stolpern. So, dann ist eine 5, hat 5 Ecken, die stolpert anders als eine 3 und als eine 7, die andere Ecken hat. Und wir machen einfach ein Räderwerk, was maximal unordentlich ist. Aus Primzahlen. So, das heißt, wir nutzen die Eigenschaft der Primzahlen nicht ordentlich zu machen, sondern unordentlich zu sein. So. Deswegen nehmen wir eine Zahl und zerlegen die in Primzahlfaktoren, also 2, 3 und 5. Das sind die, aus denen ist die 120 gemacht. 2 mal 3 mal 5 mal 2 mal 2. So, also das gibt es dreimal, das einmal und das fünfmal. Und das einmal. Dann brauchen wir eine zweite Zahl, die nicht aus diesen Primzahlen zusammengesetzt ist, aber auch aus Primzahlen. Das ist zum Beispiel die 77. Wir sagen, das ist 7 mal 11 und wir brauchen diese zweite Zahl, die nicht in diesen, also die nicht erreichbar ist für diese Zahl. So, Sie können mit 2 und 3 und 5 nie auf die 77 kommen. In Kombinationen von Additionen und Subtraktionen und so weiter. Von Additionen. Sie können es nicht addieren auf die 7. Ist das so? Nämlich nicht multiplizieren auf die 77. So, das heißt, diese Zahl muss unsichtbar sein für diese. So, wir brauchen außerdem eine Zahl, die nicht in der Multiplikation, sondern in der Addition nicht erreichbar ist für diese erste Zahl. Das ist zum Beispiel die. Wir brauchen eine, die verwandt ist mit dieser Zahl hier. Die nennt die Primfaktoren und nur diese Primfaktoren sollen hier sein. Das heißt, eine Zahl, die sichtbar ist, eine, die unsichtbar ist und dann die Original selber. So, und dann starten wir mit einer Zahl. Also machen wir das immer, ich habe es nicht evaluiert, ich weiß nicht, ob es richtig ist. Und dann starten wir das. Und jetzt machen wir das wieder so. Wir addieren diese Zahl plus 1 mal der Anfangszahl plus der Zahl der Originalzahl, nennen die dieser fremden Zahl, und das im Modulor auf den Kreis von D. So, wir haben diese zwei Verwandtschaften, fremd und bekannt. Das Bekannte in die Multiplikation, das Fremde in die Addition, auf den Kreis von der Originalzahl. So, das heißt, wir drehen die Dinge jetzt wie in einem Roulette oder wie in einer Lotterie mit den Kanten dieser Zahlen. So, und das Ziel ist, dass es maximal unordentlich ist. So, und da fangen wir 20 an und diese Funktion liefert dann als nächste Zahl 197 und wenn wir weiter drehen, gibt es die nächste 114. Und wenn wir das jetzt machen, dann haben wir jetzt bei einem Durchlauf 120, die Zahlen zwischen 1 und 120 in einer zufälligen Reihenfolge hergesetzt. Und man kann immer nicht vorhersagen, welche Zahl von den 120 als nächstes kommt, wenn man diese Anfangsbedingungen nicht kennt. Wir sehen, es sind wenige Multiplikationen und Additionen von ganz einfachen Zahlen. Es geht immer um das Spiel zwischen der Ordnung und der Unordnung von den Primzahlen. Und sie drehen die ganzen Sachen umeinander. Addition, Multiplikation, Drehung. Fertig. Und damit kriegen Sie die 120 Zahlen gemischt. Das ist ein Shuffling von Karten. So. Das können Sie jetzt, wie wir das oben hatten, wieder als addieren auf den Code
Und dann so haben wir jetzt hier Zahlen. Das wäre jetzt ein Passwort von 120 Zeichen, was, ja, ich glaube jetzt hier, jetzt haben wir es irgendwie, ich habe es jetzt auf, da habe ich ein Passwort daraus gemacht und fertig. So, dieses Image kann ich auch als Bild darstellen, also diese Key kann ich jetzt als Bild darstellen und dann sehen wir jetzt die Schwierigkeiten. Dass das nur ein theoretischer Zufall ist. Und die 2 und 3 und die 5 und die 7 und die 11 haben schon Pattern. Und die sieht man jetzt in dem Bild. Also es ist nicht ganz so vorhersehbar, was da jeweils passiert. Es gibt ein bestimmtes Pattern. Das sind immer Pseudo-Zufallszahlen, das ist kein echter Zufall, immer Pseudo. So, dem begegne ich einfach. Jetzt habe ich Ihnen hier diese Funktion gemacht. Die heißt LCG. Vergessen, welcher Name, was das bedeutet. Heißt LCG, können Sie nachgucken. Die ist so implementiert. Und das, was ich jetzt tue, ist, dass ich einfach große Zahlen für den Anfang nehme. Und dann kriege ich Pattern, die sehr zufällig sind. Ich nehme jetzt statt 120 eben die Zahl, was können wir jetzt hier gucken, was haben wir? 4.148.928. Und dann ist Ende mit Vorhersagen, was passiert. Und mit Ende mit Regelmäßigkeiten, weil sie sehr viele kleine Steinchen in ihrer Mühle haben. So, das ist einer dieser Zufallszahlengeneratoren, die schnell sind und gute Ergebnisse liefern und sehr berühmt sind. So geht das. So. Wenn wir das jetzt nehmen, können wir jetzt wieder gleichen Mechanismus. Unser Plain Text, der Character Code von dem Text. Jetzt machen wir unseren Zufall. Jetzt machen wir unser Keyword mit einer Zahl. Ich brauche nur diese Zahl jetzt kennen und mache mein Keyword daraus. Dann sind das diese Zahlen und die sind jetzt auf unser Alphabet runtergebracht, eingezwirbelt diese Zahlenreihe. Und das ist jetzt das verschlüsselte Text. So macht man es heute. Wir gehen einfach nur wieder in fraktaler Manier immer weiter in die Selbstdrehung ein. Fertig. Das ist das Schöne. Es sind wirklich immer Konstanten durch die Zeiten und wir sehen immer, dass aus solchen Gründen bin ich sehr überzeugt, dass das, was wir mit dem Digitalen haben, in Symmetrie, in der gleichen Konstellation sind wie die Renaissance und wie Griechenland und Rom. Weil diese Dinge in diesen Zeiten immer entstehen und immer auf diese Art und Weise in der Symmetrie stehen. Das ist wie eine Planetenkonstellation, die sich dann alle immer mal wieder wiederholt. Und so lerne ich das, dass ich immer, wenn es ein Phänomen gibt, dann suche ich dann an der entsprechenden Zeit zu einem vergleichbaren Phänomen, dann suche ich nach den Erklärungen dafür, und dann suche ich nach den davor liegenden Erklärungen und dann mache ich eine Symmetrie und dann sage ich, dann muss das ungefähr heute so sein. Und dann gucke ich nach, wie das heute ist und dann sieht man, dass man so eine Geschichte erzählen kann, die niemand so erzählt. Mit Mathematiker bin ich sehr glücklich, dass man das dann immer auf die gleiche Art und Weise einfach explizieren kann. Das heißt, wenn Sie jetzt meinen Text nicht und meinen Reden nicht verstehen, den Code können Sie nachgucken und dann spielen damit ein bisschen rum und sagen, ja, so muss es irgendwie sein, dass er dann macht. Das ist das Schöne. Da bin ich wirklich sehr, sehr stabil jetzt in diesen Diskussionen. Weil sonst haben Sie immer Bücher und dann erzählt der das so und der andere so und dann überlegen Sie und der eine macht das mit Formeln und so weiter. Und das Schöne hier ist jetzt, dass es eben, also wenn Sie dann sicher sind oder das ausprobieren wollen, die Referenz ist einfach dieser Code und dann ist das so. Und dann sehen Sie ja, dass es geht und dann kann man sich daraus eine Geschichte zusammen. Deswegen bin ich sehr glücklich mit Mathematik und solche Sachen rauszutüfteln. Gut.
Das ist wie Zufallszahlen generieren. So. Und so macht man das jetzt hier, was ich sehr schick finde. So geht das einfach jetzt. Jetzt zelebrieren wir das. Wir machen jetzt hier eine Zufallszahl. Das macht Mathematiker. Also das, was ich Ihnen jetzt vermutlich ist, dieses LCD. Einfach so. Und dann habe ich hier 400 mal 600, das ist ein Bild von dieser Größe, Zufallsbild. So. Jetzt habe ich hier, das ist mein Key. Da. So. Dieser Key ist vollkommen zufällig. Das heißt, Sie können weder mit der asymmetrischen Verteilung, weder mit Standard oder Standardabweichung und so weiter irgendetwas finden. Das ist wirklich am Rande, das ist bedeutungslos. Das ist sowas wie wenn Sie die Vorstellung haben, wie man das im 18. 19. Jahrhundert hatte mit dem Urknall und dann dem Wärmetod, das Universum breitet sich aus, bis es dann alles gleich verteilt ist und dann in 30 Milliarden Jahren dann das Ende. So, das ist der Ende Rand der Welt. Das ist das Ende der Zeit. So, da sitzen die da. Und das ist Mittelwert, der Standardabweichung ist 0,5, ist Zeug ist tot. Alles freundlich zueinander und fertig. Das ist Zufall. Das ist das Ende der Zeit oder der Welt. So. Jetzt gehen wir zum Beispiel hier auf ein Bild, ist die gleiche Größe. Und dann haben wir jetzt auch 600, ja, gleiche Größe. So, und wenn wir da jetzt diese, klar, ne, da gibt es andere Verteilungen. So, man kann da auch noch die Relationalität von den Pixeln zueinander anfangen, statistisch zu machen. Hier, es gibt, man kann machen, was man will, es kommt nirgendwo irgendeine Bedeutung raus. Und hier natürlich, so, was man ja einfach so sieht. So. Das ist der Modulor mit den drei Drehen. Wir sehen 1 auf 2 und so weiter. Und jetzt, wenn wir das hier ausführen, so sehen Sie, das geht dann immer. Das ist, das machen wir hier, brauchen wir nicht. So. 1 bleibt 1, 0 ist 2, 2 ist 0. Und jetzt können Sie hier die 3 machen, die wird wieder 1 und so weiter. So, das ist unser Kreisel. Technisch geht es so, dass wir direkt die ganze Liste so einkreiseln können. Das ist einfach Technik. So. Und dies sind die ersten 500 Elemente von Clint Eastwood. Das sind die 500 Elemente, ersten 300 von dem weißen Noise. Und jetzt mache ich einfach, diese beiden Zahlen addiere ich jetzt einfach. Die Daten, Clint Eastwood und den White Noise, die addiere ich und rotiere das auf die 2. Das ist mein Crypt. Wieder absolut das Gleiche. So, ich habe nur einen Schlüssel, der genauso lang ist wie die Daten, die ich verschlüsseln will. Und ich addiere das. Mache ein Modulor, in dem Fall auf 2, so drehe das einfach immer. Und dann kommt einfach etwas raus und das sieht so aus. So, das ist jetzt am Ende der Zeit oder am Rand der Welt. So, und jetzt ist ja vollkommen klar, wenn Sie jetzt anfangen, das auf irgendeine Art und Weise wieder herzuholen, das kriegen Sie nicht weg, wenn Sie nicht dieses bedeutungslose Pattern haben. Sie können irgendwas machen und es hilft Ihnen nichts. Aber das bedeutungslose Pattern. So, und das geht jetzt wirklich einfach nur so, dass Sie sagen, Decrypt ist, Sie brauchen nicht mal subtrahieren, weil Sie im Zweiersystem sind. Sie addieren das einfach nochmal. Sie machen das einfach nochmal. Den gleichen Prozess. Dann sind Sie wieder da. So, Sie können also, das ist so wie so ein schwarzes Loch. Ja? Sie haben etwas, was keine Bedeutung hat. Sie packen irgendetwas von Bedeutung da rein und es ist keine Bedeutung mehr da. Es ist wirklich ein schwarzes Loch, mit dem gehen Sie weg aus dieser Welt.
einfach alles rein und es ist und bleibt bedeutungslos. Das ist wirklich wie unendlich plus 3. Also ich packe einfach rein und es ist weg. So, das finde ich faszinierend. Und mit diesen Bildern ist das auch klar. Und Sie sehen, wie banal das ist. Wir müssen einfach immer nur drehen. Addieren und drehen. So. So, dann können wir überlegen, was Information ist, was Kommunikation ist und so weiter. Also, das können Sie lesen. Ich habe dieses Kapitel dann schön durchformuliert. Genau, jetzt wie es technisch geht. Es gibt zwei verschiedene Arten von, also wie man das heute macht, es gibt zwei verschiedene Arten von Schlüsseln und Verschlüsselungen. Einen heißt symmetrisch, das heißt so, was alle Beispiele waren bisher so. Sender und Empfänger haben den gleichen Schlüssel und dann verschlüsselt der eine und der andere kennt ja den Schlüssel und entschlüsselt dann. Das Problem ist der Transport von dem Schlüssel. Wenn jemand den Schlüssel hat, kann er die Nachricht entziffern und auch wieder verschlüsseln, ohne dass man das mitkriegt und jemand das merkt. Das ist das Problem. Aber das ist ein symmetrisches Verfahren. Und das geht so, wenn Sie als Mathematiker was machen wollen, müssen Sie ja nicht meinen Code da nehmen, sondern Sie generieren hier einfach einen Schlüssel in einer 256-Bit. Es ist ein internationaler Standard. Das ist sehr lustig. Es ist zum Beispiel in Frankreich verboten, mit einem eigenen Schlüssel zu verschlüsseln, nicht standardisiert zu verschlüsseln. Das ist bei Strafe verboten. Sehr interessant. Ne? Also das gibt Standards. Und das ist jetzt hier eine Standard AES 256, Block Mode so und so, 256. Und Sie haben jetzt einen Schlüssel, der heißt Key. So geht das in Mathematiker. So, und dann sagen Sie einfach Encrypt, Key, irgendwas von Mathematiker. Und das ist dann Ihr verschlüsseltes Objekt. Sehr schick, einfach. Das schicken Sie per Mail und dann kann der auf der anderen Seite, wenn er einen Schlüssel hat, macht er genau das. Was haben wir hier? War das hier? Ah ja, hier. Sieht wieder so aus, wie wir es gesagt haben, wenn man sich das anguckt. Und Sie sagen einfach Decrypt, Key, Crypt, also das, was Sie dann als Mail bekommen haben. Sagen einfach Decrypt, kennen Ihren Key, der Key war das hier und das ist dann das Ergebnis und das ist also so einfach wie es nur geht. So, wie gesagt, das Problem ist dann, dass Sie den Schlüssel transportieren müssen. So. Was im Normalen nicht so kompliziert ist, aber wenn Sie zum Beispiel Geld transferieren wollen und so weiter, wird das eine Schwierigkeit, dass man da reinguckt und so weiter. So, deswegen, und das ist interessanterweise erst in den 70er Jahren so entwickelt worden, mathematisch, in 76 erst, gibt es jetzt asymmetrische Keys. Und das ist das, was Sie jetzt immer haben, mit dem wir arbeiten. So, und da gibt es immer einen öffentlichen Key, Sie kriegen immer zwei Keys. Sie haben einen privaten Key und einen Public Key. So. Und das, was Sie tun, ist, wenn Sie von jemandem eine Nachricht bekommen wollen, dann schicken Sie ihm einen Public Key. Ihren Private Key behalten Sie. Und dann ist es jetzt so, dass Ihr Gegenüber, der Ihnen was schicken soll, den Public Key nimmt, damit verschlüsselt, schickt das zurück und Sie können es nur mit dem Private Key entschlüsseln. Damit ist das Verschlüsseln ist öffentlich, aber das Entschlüsseln bleibt privat und den Schlüssel brauchen Sie nie weggeben. Und das ist die Verfahren, das einfache Verfahren, mit dem man das heute macht. Die Mathematik dazu ist erst sehr jung. Das ist auch interessant. Also es ist schon tüftelig, offensichtlich konzeptionell, wie man sowas macht. So, und jetzt erzeugt man halt hier so ein paar
Und jetzt fragen wir hier, wo ist Wendelin? Machen das mit dem Public Key. Das ist also jetzt quasi der, ich habe jetzt einen Key bekommen. Ich möchte eine Nachricht an jemanden schicken, der den Private Key hat. So, dann gibt es ein verschlüsseltes Objekt. Wenn ich jetzt mit dem Public Key das Ding selbst, ich kann es mit irgendwas natürlich entschlüsseln, da wissen wir, da kommt gar nichts raus. Aber wenn ich den Public Key jetzt nutze auf dieses Package, kommt nichts raus. Geht nicht. Also ist auch wieder ein Unsinn. Ne? So, hier gibt es halt eine Fehlermeldung. So, das geht nicht. Auch der Sender kann das nicht mehr entschlüsseln. Und der das mit dem Public Key gemacht hat, kann das nicht mehr entschlüsseln. Es ist weg. Aber ich kann das mit meinem Private Key als Empfänger entschlüsseln. So, das ist alles. Mehr gibt es nicht. So, das war diese Geschichte, die ich Ihnen erzählen wollte. Und jetzt letztes Kapitel, nochmal für eine Stunde, und dann geht es um Integrity. Jetzt geht es um, wie kann ich sicherstellen, dass ich, also nicht, dass ich Dinge untransparent mache, sondern wie kann ich sicherstellen, dass etwas gelesen werden kann, aber nicht manipuliert wird, aber nicht manipuliert worden ist. So, was ein großes Schwierigkeit, also ein großes Anliegen ist mit dem Creative Commons oder wenn man Urheberrechte hat und die möchte man ja gerne verteilen, aber man möchte nicht, dass geklaut wird und so weiter, all solche Dinge. Oder man möchte gerne, dass unter seinem Namen Sachen veröffentlicht sind, aber dass die nicht falsch veröffentlicht werden und so weiter, all solche Dinge. So, und das geht jetzt so. Das, was wir, die Grundtechnik ist, ähnlich wie jetzt der Zufallszahlengenerator, mit dem Sie wie in einem Roulette oder einem Lotto die Primzahlen alle umeinander rollen lassen, geht es jetzt, dass Sie einen solchen Mechanismus über die Daten rollen lassen. Die lassen einfach die Primzahlen über ihre Daten holpern. Und gucken, wie das hinten rauskommt. Also wie die stolpern über die Bits. Und wenn sie dann vorne ein Bit anders machen, stolpert es einfach ganz anders. Das sind Hashes. So, und jetzt gibt es auch da wieder Standards, wie man das macht. Das ist MD2. Und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, wo ist Wendelin? Und dann gibt er mir hier so eine Zahl. Wie der über diese paar Buchstaben stolpert. Diese Zahl ist immer von der Größe, damit man sie gut bearbeiten kann. Ich kann jetzt aber auch hier den Clint Eastwood stolpern lassen und dann gibt es einfach eine andere Zahl. So, ich kann aber auch jetzt hier von Charles Darwin das Buch nehmen mit 900.000 Charakteren und dann gibt es wieder eine Zahl. Sie sehen, wie schnell das geht. Ich lade jetzt den Text und ich mache den Hash, bam. So, wenn ich jetzt das sind die ersten 100 Buchstaben von Darwin, dann gucken Sie sich das hier an, ja? Das ist also sehr, sehr lustig. Da muss man sich auf der Zunge gehen lassen, dass das so schön geht. Nehmen wir die ersten 100 Buchstaben. Ich ändere einen Buchstaben aus 900.000 und setze da ein großes N hin. So, das ist jetzt hier. N hier habe ich Naturalist groß geschrieben. Wenn ich jetzt auf Darwin 2 den Hash mache, sehen Sie, das ist der ohne geändert hat und das ist mit einem Buchstaben geändert aus 900.000. Komplett anderer Hash. Das finde ich sehr cool. Ja. Wenn Sie diesen Hash kennen, ist das ein perfektes Wasserzeichen. Auf das Digitale. Das heißt, wenn wir einen Text haben und sowas wie ein Wasserzeichen oder ein Sample haben wollen, auch als Echtheit, machen Sie einen Hash und Sie wissen, so etwas, was diesen Hash hat, ist das Original.
Und das ist der Weg, mit dem Sie im Internet nicht Sachen verstecken können, sondern mit dem Sie Identität im Internet haben und in den Daten haben. Das ist eine ID. Zertifiziert in den Primzahlen auf diesem Planeten. Das ist sehr wichtig. So, damit läuft das ganze Spiel. Blockchain. So, hier. Ich mache jetzt hier immer ein Datum, zum Beispiel Root, und setze dann eine Zahl dahinter. Sowas wie ein Identifier. Sowas wie den Stempel. Immer so ein paar. Original und Zertifikat. Original und Zertifikat und so weiter. So, und dieser Stempel geht so, dass wenn ich jetzt, wir sehen jetzt hier Hash von dem, und damit kann ich das auch prüfen, dass wenn ich Hash von dem Root nehme, gibt es diese Zahl, wenn ich aber Hash von dem Root mit der Zahl nehme, zusammen, also von der Liste, dann sind die ersten 1. Ersten 4-1. So kann ich überprüfen, ob ein Zertifikat zu einem Dokument gehört und kann beide transportieren. So, das heißt, niemand braucht Besitzer des Zertifikats sein. So. Und jetzt können Sie natürlich sagen, das machen wir ein bisschen sicherer, dann machen Sie da ein bisschen mehr von den Zahlen da rein und so. So. Ja? Das heißt, das hier, weil der Hash davon diese 4 Einsen am Anfang gibt, ist mit einer niedrigen Zertifizierungshöhe, damit es schnell rechnet, ein Paar, wo Inhalt und Zertifikat approved werden können durch einen Algorithmus. So, jetzt kann ich das hier genau so machen. Jetzt sage ich zu dieser Blockchain, Chain, das war die Root, setze ich jetzt Clint Eastwood dazu. So, was macht der? Wir haben die Root. Jetzt haben wir Clint Eastwood und da gibt es wieder eine Nummer. Jetzt kann ich die Chain hier verifyen. So, dieses hier gibt gibt diese Zahl. Das ist okay. Da hat sich keiner was geändert. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier Root wegmache, wenn ich da sie jetzt ändere, dann haben wir das. Und wenn ich das jetzt verifye, das ist nicht, das ist Quatsch, alles. Ich habe es nicht irgendwie gemacht. Das war nicht Chain. Okay, machen wir hier weiter. So, das ist jetzt hier okay. Und das zweite Element ist, ich habe jetzt hier, ich muss einfach neu machen. Init root. Ich hänge jetzt immer Sachen dran. So. So, die beiden sind jetzt zertifiziert. So, was wir jetzt tun hier ist, wir setzen jetzt, um die Dinge zu verknüpfen, von hier und hier, setzen wir jetzt ihn hier mit dem Hash von dem Vorgänger, das Zertifizierte von dem Vorgänger, und suchen diese Kombination mit einer Zahl.
So, und damit ist jetzt zertifiziert, dass dieses Zertifikat und dieses Zertifikat in einer Reihe stehen. So. Ja? Jetzt können wir zum Beispiel eine Transaktion machen, wer wie viel Geld an wen übertragen hat, und setzen das in die Chain. Und jetzt sehen wir das, Clint Eastwood, neue Nummer, die das zertifiziert. Wir können das, überprüfen, weil alle drei okay sind, ist das alles prima. Wenn wir jetzt bei Clint Eastwood, der Vorgänger von der Transaktion war, ein Bit ändern, ein Pixel ändern und damit die Blockchain ändern, und zwar nur das Bild hier, dann ist es jetzt so, dass das erste authentifiziert ist, beim zweiten sehen wir, dass manipuliert worden ist, und weil das zweite manipuliert worden ist, ist das dritte auch nicht mehr authentisch. Das war's. Das heißt, Sie zertifizieren immer Daten mit dieser Nummer, können es überprüfen an einem bestimmten Pattern in den Hashes. Sie zertifizieren die Daten selbst und dann zertifizieren Sie die Verknüpfung der Daten. Wieder auf die Art und Weise. So, und weil in diesen Hashes die Verknüpfung von den Hashes davor und einem Proof-Element von davor immer Teil dieses Hashes ist, ist eine Korruption von dem Hash von davor immer eine Korruption auch für alle Nachfolger. Das ist dann nicht anwendungsfreundlich. Und das, was Sie in diesen Blockchain-Factories da machen, ist, um dann Cryptocurrency zu machen, machen die einfach jetzt hier das auszurechnen, da muss man einfach hier viele Zahlen ausprobieren. Und immer gucken, hat der Hash jetzt 3 oder 4? Und jetzt, wenn Sie sagen, ich möchte gerne 8 oder 11 einzelne am Anfang haben, dann muss man halt beliebig lange rechnen. Wir müssen einfach immer die Kombination machen. Wenn Sie jetzt hier 0 dahinsetzen, kommt nichts raus. Wenn Sie jetzt hier 1 haben, paff, dann haben Sie. Dann haben Sie den gefunden. Wenn Sie jetzt 3 machen, nicht mehr. 4, nicht mehr. So, und was die jetzt tun da bei der Cryptocurrency, packen die statt Root, packen die gesamte Geschichte von den Transaktionen vorher, was vorher passiert ist, als Root rein. Und dann schreiben die aus, was ist die Nummer, die einem Pattern gehorcht. Und wer als erster diese Nummer hat, kriegt den Wert dieser nächsten Viertelstunde als Geld. Das ist wie Goldgraben. Und dann wird das wieder hierher gesetzt als Ergebnis, dann wird die nächste Viertelstunde ausgeschrieben. Und wer als erster eine Nummer hat, die diese Bedingung erfüllt, kriegt wieder das Geld für die nächste Viertelstunde. Das ist alles. Und dann wird in diesen Daten hier, so wie ich das hier gemacht habe, verschlüsselt, wer wem wie und zertifiziert, wer wem wie viel Geld gemacht hat. Das heißt, dann in dieser Viertelstunde werden alle Transaktionen gesammelt und die werden dann kompakt gesetzt, reingesetzt, Nummer dahinter und eingepackt. Dann. Und deswegen braucht man keine Banken und keine Behörden und keine Form von Infrastruktur mehr und so weiter. Und das ist diese merkwürdige Haltung dabei, dass eine Art von marxistischer Freiheitsvorstellung ist, dass man auf die Art und Weise meint, man wäre frei, wenn man sich jegweder Form von Politik entzieht. Das ist ein reiner Algorithmus, der diese Dinge aushandelt, weil sie sagen, alle Politik, alle Institutionen und so weiter behindern uns nur und sind korrupt und so weiter. Das ist also ein massiver Angriff an alles Politische. Und wir können alles damit in eine bestimmte Sequenz setzen und so weiter. Zum Beispiel die Währung.
also Transaktionen ohne Bank, ohne weitere politische Kontrolle. Wir brauchen niemanden, der aufpasst, weil das alles am Ende der Zeit passiert, dieses Aushandeln, auch nicht auf dieser Welt. So, das ist es. Mehr an Fragen gibt es auch eigentlich nicht zu lernen. Das ist wirklich sehr interessant. Es ist ein bisschen tüftelig, das zusammenzukriegen, aber es ist sehr elementar und wenig. Und was Sie jetzt wirklich tun, hier so von Infrastruktur, wer hat wen welche Mail geschrieben und so weiter, wenn Sie das mit den Hashes immer so verknüpfen, ist urheberrecht im Digitalen da. Alles, was Sie tun, alles, was Sie an Spuren haben und so weiter, können Sie fälschungssicher stabil halten. Das ist der Trick bei Ihnen. Das ist wichtig, dass das passiert. Ich finde es vollkommen absurd, sowas wie Geld zu machen im Digitalen und dann von sowas wie einem neuen Goldstein zu träumen und so weiter. Das ist vollkommen, das finde ich vollkommen absurd. Das ist, was die Cryptocurrencies jetzt machen. Das verstehe ich nicht. Warum man auf eine super orthodoxe Art und Weise jetzt diese super Technologien benutzt, um irgendwelche Träume von Sachen, die irgendwie seit 150 Jahren eigentlich vom Tisch sind, wieder zu etablieren. Das kriege ich nicht, das verstehe ich nicht. Aber das Anliegen, dass man Authentizität, Unkorrumpierbarkeit, Authentizität, Identität schützen kann, das ist da. Und die Technik ist das so zu machen. Es gibt wirklich nur diese beiden Dinge. Es gibt diese Art von Verschlüsselung, auf Zufallszahlen basieren. Und es gibt diese Hashes, mit denen Sie IDs und Identitäten stabilisieren können und überprüfen können. Was hat Sachen auf der Hand? Und der Rest sind bestimmte Mechaniken, die Sie das zusammenbauen. Das ist es. So, was ich gerne haben möchte von Ihnen als als Übung ist, dass Sie entweder die asymmetrische Verschlüsselung oder die Blockchain in Ihren eigenen Worten einmal erklären und durchspielen, an einem Beispiel. Weil das viel, also Sie müssen einfach drüber nachdenken, denke ich. So, das einmal zu hören, dann geht es immer rein raus, dann ist es zu kompliziert und zu verdreht. So, und wenn Sie das einmal hinkriegen, dass es läuft, und das dann auch erklären können in Ihren eigenen Worten, dann haben Sie, glaube ich, viel gelernt. Ein, zwei Seiten Text, ne, brauchen Sie nicht in der Art und Weise, wie ich das auch geschrieben habe. Machen Sie einfach selber nochmal in Ihren eigenen Worten. Nicht zu viel Aufwand, nur dass Sie sowas wie rekapitulieren und etwas aktiver machen können. Der Code da, der dafür nötig ist, ist super einfach, der ist da, das müsste Ihnen eigentlich so von Hand gehen. Und machen Sie einen Text dazu, dass Sie erklären, ein bisschen reflektieren, wofür das gut ist. Das wäre die Übung. Eins auf dem Semester. Gut, haben Sie Fragen? Derjenige, der verschlüsseln muss, der kann ja die Daten verändern, bevor er den Hash findet. Also wenn man jetzt jede 15 Minuten 100 neue Transaktionen bekommt, dann sieht das, ja, mein Freund bekommt 100.000, dann sagt er, ja, mein Freund bekommt 1 Million, und das Daten verschlüsselt, der ist ein Zufall, die 1 als 1. Ja, ja, aber das sind jetzt, deswegen gibt es dann irgendwie 5.000 parallel und so weiter. Und man kennt die Leute nicht, also die anderen, also es gibt immer 5.000 gleichzeitig. Und die sind selber wieder anonymisiert. Das heißt, und dann wird das über Mehrheitsentscheidungen gemacht. Ja, das wird immer irgendwie 5.000 bei Krypto, das sind die unterschiedlichen Systeme. So, und im Prinzip läuft das dann so, dass die 5.000 Personen, die anonym sind, also die sich auch nicht kennen, alle diese ganzen Informationen gleichzeitig kriegen. Die kriegen dann immer die Meldung, was ist die neue Zahl. Und dann wird unter den 5.000 abgestimmt, die Mehrheit, die gleich sind. Das gilt. Das heißt, sie müssten 2.500 korrumpieren in 15 Minuten. Und das kann man aber so skalieren, dass das, also ist jetzt irgendwie offensichtlich nicht richtig möglich. Aber es gibt ja so viele Währungssysteme. Da wird es auch welche geben, die sie einfach hacken können, weil die nur dafür da sind, dass sie die Leute über den Tisch ziehen und so weiter. Das ist ja wie überall und immer. So. Aber das ist ein nachgeordnetes Problem, denke ich.
Das ist nicht so wichtig. Also wenn Sie eine Bank aufbauen wollen, dann haben wir viel Kleinkram auch dabei, das ist klar. Aber im Prinzip geht das so und ist nicht wirklich schwierig. Und es ist ein ernstes Anliegen, was wir haben. Und wirklich die zwei fundamentalen Dinge, die man in der Informationstechnik braucht, damit man konstruieren kann, also damit man Stabilität hinbekommen kann, sind diese beiden Dinge. Und die zeigen auch das Wesen von Kommunikation und Information. Deswegen rede ich auch so komisch über das, was am Rand der Welt und so, weil das so ist das. Kommunikation geht immer einmal rein und einmal raus. Nicht so. Quatsch. Geht immer über den Kreis und wieder zurück. Und deswegen missverstehen wir uns auch immer auf so eine schöne Art und Weise. Deswegen bleibt auch immer alles interessant, weil dazwischen geht es immer an den Rand der Welt, dann kommt man zurück und dann hat man irgendwie was anderes erlebt und so weiter. So, das ist Kommunikation. Das ist nicht einfach nur Kanal und Sprache und dann kommt man nicht A, sagt, kommt A nach nur raus, das ist vollkommen Quatsch. Ja. Das ist die technische Implementation dafür, dass das auf irgendeine Art und Weise funktioniert. Das ist sehr, also man kann das nicht unterschätzen, wie wichtig diese beiden Mechanismen sind. Gut zu wissen, wenn man das ungefähr so kennt. Ja, aber das hat ja irgendwie, also da habe ich mit den Abgabeterminen, da gab es ja einen und dann waren auch nur 60% da. So, das war. Und dann kann man immer entweder, also was Sie brauchen ist, ich bin da flexibel. So, der einzige Termin ist, dass wenn Sie die Prüfung gemacht haben, so wie ich das jetzt verstehe, wenn Sie die Prüfung gemacht haben am Ende der Semesterferien, dann habe ich nochmal 14 Tage oder 3 Wochen Zeit und dann muss ich das eintragen im EDOS. Und dann muss irgendwie alles noch da sein. So. Jetzt bin ich trotzdem dann angehalten, Ihnen sowas wie Zwischenergebnisse zu geben, damit Sie wissen, was los ist und so weiter. So. Aber diese Ergebnisse sind eigentlich offensichtlich irgendwie artifiziell. Jetzt kann ich da immer Termine machen, und hilft aber nicht. Und die wird Ihnen nur ungemütlich. So. Was ich machen muss, und irgendwann muss ich dann zumachen, und dann muss ich eine Note antragen. Ich möchte, dass Sie die Dinge lernen, und wenn Sie das zu Hause besser in der Semesterferien lernen, ist mir das recht, als jetzt hier irgendwie eine Hetze zwischendurch, so, man braucht ja Konzentration dafür und so weiter. So. Und ich denke aber auch, dass es gut ist in einer gewissen Disziplin, jetzt haben wir das gehört, und wenn Sie einfach 2 Stunden hinsetzen, 3, in einer Zeit, dann haben Sie es schnell von der Hand. So. Und das müssen wir alles neu lernen, wenn Sie das in 2 Monaten machen. Deswegen, und ich mag nicht wirklich ekelhaft zu Ihnen sein, das einfach sagen, wir haben es aber nicht abgegeben, um 12 Uhr abends zu sein. So. Wie muss man die Übung, also geht die Übung letztens, Sie müssen noch was überarbeiten? Also Sie können, wenn Sie die ersten 3 haben, kriegen Sie, wenn Sie die gut gemacht haben und die funktionieren, sind Sie, glaube ich, bei 6.0 schon. Okay, das muss ich noch arbeiten und da werde ich irgendeine Lösung finden. Aber da ist technisch ausgestiegen. Das dauert allein eine Woche, das runterzuladen. Also einfach, und jetzt habe ich das auch hier versucht, mit dem ETH-Netz auch eine Woche. Also einfach nichts zu machen. Vollkommen absurd. Wir haben uns da verfahren. So, da muss ich was finden, dass das geht. Da brauche ich noch ein bisschen Konzentration. So, Sie kriegen, wenn Sie 2 gute Übungen haben, sind Sie bei 4,75, glaube ich, wenn Sie die beide gut gemacht haben, das ist der Durchschnitt. So, und wenn Sie eine dritte haben, sind Sie bei 6. Und ob das jetzt die dritte oder die vierte ist, ist okay. Und ansonsten bin ich jetzt mit Ihren Scans und so weiter, bin ich sehr zufrieden. Auch mit den Internets funktioniert alles. Da habe ich keinen großen Stress. Ich bin eher positiv überrascht, wie gut das geht. Welche Software meinen Sie? Ist ja eigentlich nur die Datenbank, ne? Und dann dieser komische Bibel. Die Texte gab es.
aus den Filmen. Man kann das doch runterladen, wenn du eine Subtitles. Ja, ich habe immer nur Filme genommen, wo ich eine Subtitle habe. Ja, ja, klar. Nee, das muss man. Nein, nein, das mit den Movies, das müssen wir rauskriegen. Das geht auf Windows so viel besser. Aber nicht. Ja, und jetzt müssen wir gucken, ich weiß nicht, also ja, jetzt wollen wir unbedingt, dass wir Grasshopper und Rhino ausbilden, so wie Blender auch, und dann da was machen, aber das geht auf Mac nicht und ich muss einfach jetzt das einfach alles blöde. Aber ich denke, jetzt diese Videosachen und Downloads und so weiter, das ist alles viel, viel offener und einfacher und angenehm. Immer eher schwierig, das auf dem Mac hinzukriegen. Und was mit der Datenbank, das ist spezifisch, da habe ich in diesem Beaver rausgesucht. So, der ist ein bisschen ungemütlicher und ein bisschen komplizierter. Aber auch das sind so Dinge, die eigentlich nicht so blöd sind, sich das anzugucken und das irgendwie hinzukriegen. Dann versteht man ungefähr, wie solche Sachen funktionieren. Die sind überall. So, es ist nicht so schlecht, das solche Sachen ein bisschen zu lernen, wie sowas geht, um zurückzukommen. Ja, ein bisschen blöd alles mit dem System. Noch was? Okay, schöne Seminarwoche und dann in 2 Wochen. Ciao.